So Leute, während ich hier noch raustauche, ich sage euch gleich Flammi mal, warum wir jetzt neu anfangen. Ja, also Leute, ihr wisst ja, dass ich einen neuen PC bekommen habe. Und erstens wäre es ziemlich doof, dass man jetzt plötzlich mal ins Licht sieht, weil man ja auch die ganze Zeit nur gesehen hat. Und ich hatte sehr lange Probleme, dass es dennoch noch geleckt hat, aber das müsste jetzt behoben worden sein. Und es ist halt einfach so, erstens kommen wir nicht mehr wirklich rein und zweitens, Calvin ist tot, die andere vierärmige, wie hieß sie nochmal, waren es beide, ich weiß gar nicht. Gina ist auch tot und wir mussten unsere Base verlassen und irgendwie fanden wir es einfach besser, oder? Jo. Du bist ein alter Mann mit Bart. Okay. Ich rette mal den guten. Hallo! Es ist das erste Mal, dass wir dich jemals sehen. Wir haben dich noch nicht sterben lassen oder so, Calvin. Ja? Sag's ihm nicht, das darf er nicht wissen. Er hat doch eh nichts, er ist doch eh taub. Wunderbar. Ein taubes Nüsschen ist er. Und es gab auch einige Updates, dass er jetzt hilfreicher sein sollte. Calvin? Mhm. Du machst doch Witze. Ach, ob er sinnvoll sein wird. Was ich sagen wollte, Calvin. Folge mir. Du Däumel. Scheiße. Gut. Alter, ich höre das Spiel kaum. Bei mir ist das Spiel so dermaßen leise. Mein PC explodiert auch halber. Weil die CPU schon wieder fast auf 100% ist. Das Problem habe ich aber auch nur bei dem Game. Ja. Muss man mal jetzt Wink geben. Ich bin mal gespannt, ob wir die zweite Folge von mir machen können oder es doch lecken wird. Ding, dong, dong, ding, dong. Hola. Wo wollt ihr eigentlich machen? Dann gehen wir und machen was. Ich wäre auf jeden Fall. Ich bin wirklich happy, mal wieder hier weiterzumachen, auch wenn es ein bisschen doof ist, wegen dem, dass der alte Spielstand weg ist, aber hopp. So viel haben wir ja da noch nicht gemacht. Also, ich habe auf jeden Fall einen Plan daher. Und da möchte ich bitte, dass du mir folgst. Alter, wo bist du überhaupt? Ich bin genau auf der anderen Seite, wo du gerade bist. Aber ich habe eine gute Idee. Ja? Ich habe nämlich ein paar Gedanken gemacht, wo wir unsere Base bauen können. Wir müssen unsere Base aber Calvin sicher machen. Ah, das stimmt auch wieder. Na gut, jetzt haben wir auch nicht mehr die Taucherrüstung und so weiter. Ne? Und das bessere Axt. Ist das schlimm? Kommen sie wieder auf Farmen. Na, ich weiß noch nicht mehr, wo die Höhle war. War aber wie vorher nach random irgendwo reinlaufen, wie sich die Höhlen. Das stimmt. Und Leute, so leider, wenn ich heute nicht so lustig drauf bin. Ich habe nämlich ein bisschen Magenkrämpfe, aber ich denke,
Das ist nicht ganz so schlimm. Calvin ist noch da vorne. Er hat doch gesagt, das soll mir folgen! Er läuft, aber er ist einfach nur langsam. Boah. Wie läuft er? Ich habe das Gefühl, er geht schneller wieder verloren, wie wir denken. Der Typ ist ja Wahnsinn. Hast du das Walkie-Talkie an? Ja, ich krieg das wieder aus. Warte mal. Alter, ich höre dich doppelt, du Eumel! Ja, ich suche gerade, ob ich das krieg. Ah. Okay, okay. Nein. Ich weiter. Nein, hör auf. Wohin willst du? Du bist jetzt da. Entweder hier oder ein Stock. Eigentlich hätte ich hier einen anderen Plan. Komm mal mit. Ein Stock höher. Ja, da unten können wir schlafen und hier oben können wir etwas Schönes bauen. Und da haben wir auch fast kein Gegnerproblem. Hier ist ein, komm mal, hier ist ein Messer. Oh. Nur ich. Ja. Ach nein, ich bin tot. Rette mich. Nein. Oh, ich bin hier. Da vorne bei dem Boot. Welchen? Du hast Zangen? Ja. Eine bleib Machete. Du, bleib doch mal beim Boot stehen, okay? Ich hab eine Idee. Fangen! Ah, Kevin, du kommst ja auch mal! Guck doch. Wie findest du meine Idee? Okay. Ich finde so ein bisschen creepy, dass der Aufsatz. Was? Da hat er einen Schrotflintenaufsatz in der Hand gehabt. Ja, ich habe ihn auch schon. Das Ding geklaut. Okay. Und dort oben, da kommen nicht viel Gegner hin. Wir können ja oben uns mal aufbauen, hier unten halt und erweitern. Ja, und wir haben sogar einen Privatschrank. Und eine tote Leiche, aber das sei mal nicht. Und diesmal gucken wir, Calvin. Und diesmal schauen wir auch, dass unsere zwei NPCs überleben. Auch wenn ich sie mit China oder wie die heißt, mich so weißt du, grimmt und ich den NPC irgendwie nicht schön finde, aber. Ja, das ist interessant, ob es für die einen Mod gibt. Da gibt es Safe Mods. Ich habe mich auch schon darüber informiert, was für Mods es gibt. Aber ich dachte mir, wir machen einmal das Projekt ohne Mods. Hey, ja. Wir wollten ja das normale Default uns hier auch mal die Mods ansehen und auch mal was machen damit. Das ist aber ein schwieriger, was ich mitkomme. Du musst jetzt kämpfen. Und wir müssen jetzt auch kein Zelt aufschlagen, weil wir da unten ja schon ein Zelt haben für Speichern. Ja, wo ist Calvin jetzt hin wieder? Ich habe jetzt vor, aber wenn du fallen lassen sagst, dann bringt es genau an die Stelle, wo wir gerade geredet haben. Also dann mach das ja. Dann bringst du, machst du am Strand, oder? Unten. Jetzt habe ich hier oben gemacht. Okay. Weil wir werden erstmal hier oben bauen. Wir haben ja gesagt, wir erweitern es unten. Nee, also es unten hinlegt, meine ich, dass wir dann keine Probleme haben. Stehst du schnell? Jetzt. Ja, das kann man ja immer noch ändern später. Oh, ja. Oh, die Machete, die ist geil. Da kann man sich durch alles wegholzen. Die feiere ich. Genau, die, man kann sogar mit der blocken. Das wird meine neue Lieblingswaffe. Okay. Obwohl, was eigentlich, wie gut ist denn die? Warte mal kurz. Sie macht aber auch relativ gut Schaden, jo. Yep. Es gibt Elektrizität, du kannst es lichter machen. Ich glaube, das dauert aber noch, bis wir das erreichen. Das kann gut möglich sein, ja. Aber jetzt mal ohne Witz, von wo, wenn wir jetzt dort zum Beispiel noch Wände hinmachen, wo zur Hölle sollen denn hier Einwohner hinkommen? Über uns halt nur. Was? Über uns. Ja, aber die kriegen ja auch voll schon. Das stimmt. Also ist es doch keine schlechte Idee. Nee. Ah, Calvin! Der rennt von mir weg, wenn ich mit ihm reden will. Hallo! Ja, weil er die Stöcke geholt. Weil die Stunde. Das will ich nicht. So.
durch Stein, 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 Stein. Ey. Kelvin hätte mich gerade beinahe umgebracht. Das ist Kelvin. So viel dazu, er hatte Updates. Updates im Töten, Alter. Also, wo wollen wir denn unser erstes... Wieso sollten wir jetzt erstmal so kleine Wände ziehen oder jetzt erstmal unser Haus bauen? Ich bin der erste Mal dafür, dass man so eine Wand zieht, dass da keiner reinkommt. Wo sollen die Wand hin? Ich will eigentlich ja, für hier. Wo? Nach diesem Felsen, hier so. Dass wir hier so eine... Dort, wo dieser Stamm ist. Mach da erstmal so eine Wand hier, ziehen. Schau. Hier, so runter hier. Dann haben wir ja noch mehr Platz. Nein, warte mal, mach's schwer, mach's hier. Hier. Weißt du, meinst du mit. Warum? Nee, wegen der Treppe hier unten. Stehst? Sonst könnten wir wieder hochspringen, dass du so rüberziehst. Wäre meine Idee. Also ab hier. Okay. Ach, du könntest mir auch theoretisch helfen. Mach ich. Okay. Also die Frage ist nur, wie schnell die Wände wegreißen können, aber ich glaube, die brauchen eher ein bisschen. Ich nehme mal noch kurz zwei von den Stämmen, okay? Mit mir dir. Mach ruhig. Aber dann hätte ich gern, dass Kelvin eher die Stämme hier hinbringt. Weil sonst ist es, weil sonst muss ich ja die ganze Zeit da hinten hinlaufen. Kelvin ruht sich gerade aus. Er entspannt gerade. Skandal! Oder braucht auch mal Pause. Oder Kelvin? Kelvin kriegt keine Pause, nein. Kelvin, ich hätte gerne, wenn es dir nichts ausmacht, mein Guter, bist du. Kelvin? Da bist du. Komm mal mit. Ich bin froh, dass du wieder da bist, Kelvin. Du kannst mich zwar eh nicht hören, aber... Sie ist froh, dass sie den Sklaven hat, auf gut Deutsch, oder? Sie ist doch kein Sklave. Wir schauen, dass er überlebt und dafür hilft er uns. Ist doch eine nette Geste. Na gut, was soll er anderes machen? Na gut, er hört nichts, also ist eigentlich eh komplett ausgeliefert. Ja, ja. Also. Greift, alles greift. Vielleicht gibt man Feld gebaut. Nicht auswendig. Okay. Kelvin. Weißt du eigentlich, wo dein anderer NPC ist? Regina? Weil derer könnte mir ja auch irgendwann mal Waffen geben. Aber ich glaube, im Endkampf können die NPCs nicht mit, soweit ich weiß. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hab eine Idee. Ratet mal in den Kommentaren, wie lange Kelvin überlebt. Ich bin mal gespannt, was die Leute reinschreiben. Aber wie findest du meine Idee, wo wir bauen? Ich habe mir nämlich da ein bisschen länger schon Gedanken gemacht. Ja, okay. Sehr gut. Du weißt schon, dass ich die Stämme auch brauche. Ich habe eine Idee für Traum hier. Oh shit. Doch eine kleine Idee. Hat irgendwas von dir zerstört? Nein. Willst du sehen, was ich gemacht habe, oder?
Weißt du, was ein kleiner Nachteil ist? Wir haben hier oben keinen kleinen See oder so. Wir haben einfach nur da unten das Meer. Guck mal, was ich gemacht habe. Was ist das? Guck mal da runter, dass die Feuerstelle, dass man nicht einfach so reinrennen kann. Du musst da von hier von der Seite hier so schnieken und halt so rein, dass man nicht ins Feuer reinrennen kann. Verstehst du, wie man? Ja. Sicherheitsmaßnahmen. Nicht, dass Wir Kevin uns können. stirbt. Aber ich würde jetzt mal sagen, meine Folge ist zu Ende, ich bin schon bei 20 Minuten. Ich würde sagen, die nächste Folge gibt es bei dir, oder? Und es klappt. Ja. Bis dann, Leute. Dann ciao, ciao. Tschüss.